Boah, jetzt habt ihr leider gerade weggeguckt, da habe ich die gerade tatsächlich alle aufeinander gestapelt. Verrückt! Noch nie geschafft. Aha. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh, Video. Oh, Video. Oh, Video. Video. Oh. Heute gibt es ein Bobble-Flip-Video von mir. Ein Bobble-Flip? Ein Bobble-Flip. Aha. Ein Bobble-Flip. Oh. Wow. Jetzt hör mir das mal zu! Auf jeden Fall drehe ich dieses Video, ich lüge nicht, wenn ich sage, seit mindestens 2,5 Monaten. Ich habe schon in Dubai habe ich schon ganz viele Bobble-Flip versucht. Ich wollte euch das perfekte Video aneinander schneiden. Bis er gemerkt hat, dass er einfach zu untalentiert ist. Ja, und bis ich gemerkt habe, dass es in manchen Supermärkten einfach Flaschen gibt, die so platt sind, mit denen die Bobble-Flips einfach viel einfacher sind zu... Ja, genau! Aber das ist nicht das, was ich sagen möchte. Wir machen jetzt einen Challenge. Ich werde sie mal kurz wegbetteln, weil ich einfach der König des Flippens bin. Was ist die erste Challenge? Oh nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Erklär mal die erste Challenge. Ich frage mich, wer das ist. Wir haben nämlich 19:13 Uhr. Meine erste Challenge ist, wir werden versuchen, wer es schafft, in einer Minute, sprich 60 Sekunden, wer es da schafft, die meisten Bottleflips zu schaffen? Bottleflip auf meinem Handy, meine Damen und Herren. Wenn ich das jetzt schaffe, Daumen hoch, okay? Deal? Wenn ich das jetzt schaffe, Daumen hoch. Boah, das war fast! Das war fast! Daumen hoch, bitte. Gebt mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich das jetzt mal... Ich habe jetzt diese geilen Flaschen hier, wenn ich jetzt mal so richtige Trickshots mache. Auf meinen Kopf, auf meinen Kopf. Sam, du bist Schiedsrichter. Wir machen jetzt 60 Sekunden. Okay. 60 Sekunden, okay? Du darfst egal machen, was du willst. Okay, okay. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1. Bist du behindert? Echt übertrieben, wenn jetzt kein Nachbar kommt und dir eine reinschlagen will, dann weiß ich auch. Aber halt, die wollte einfach bescheißen. Man kann doch bescheißen, ja. Die Heinecke wollte bescheißen. Warum bist du gestört, Alter? 23, die erste Challenge geht an. Ey, jetzt tu mal nicht so cool. Bis auf die letzten 10 Sekunden habe ich geführt mit 5 Abstand. Das Endergebnis, meine Süße. Denkst du, man kann das so rumschaffen? Nein. Boah, bestimmt gleich gibt's hier Kratzer. Ja, natürlich gibt's Kratzer. Apropos Kratzer, wir hatten eben einen 1,5-Jährigen hier, der hat mir meinen Tisch kaputt gemacht. Nimmt der so einen Tannenbaum, schmeißt ihn da drauf, so ein Eisending, ist mein Tisch kaputt. Ja, es ist wirklich ein dickes Stück raus. Zieht euch ein neues Video von der Bibi, zieht's euch rein. Daumen hoch auf mein Video. Nee. Doch. Dann ist das eine neue Herausforderung. Oh. Okay. Also Disziplin ist jetzt, die Dinger müssen hier auf dem Deckel landen, okay? Okay, ja. 3, 2, 1, los. Du bist nicht schlecht, ey. Ja! Okay, die letzten 5 Sekunden. So. Mein Name ist weg. Ich bin weg. Das heißt, 2 Disziplinen, 2 Siege. Was können wir noch machen? Nach einer kurzen Werbepause sehen wir uns später wieder. Mit einem dreifachen 1. Das wäre zu cool gewesen, ne? Nein, wieso ist die kaputt? Wir werden mal ganz schnell wieder reparieren. Okay, das Ding ist. So muss es aussehen. Okay, Leute, eine ganz kurze Sache. Ich erkläre euch die nächste Disziplin. Ich habe sie mir gerade soeben entworfen. Wir müssen 3 Bottleflips machen. Dann legen wir den ersten. Nachdem man den einen geschafft hat, muss. Was willst du mit deinem Grundstein? Ja, um einen Grundstein zu kreieren, müssen wir 3 Bottleflips machen. Die dürfen wir dann auch bewegen. Da drauf stellen wir dann den ersten Kalender.
Darauf müssen wir wieder 3 Bottleflips schaffen. Die dürfen wir wieder bewegen, nachdem wir die geschafft haben. Darauf legen wir noch einen drauf. Und dann muss da das Entscheidende auch noch drauf. Das heißt, wer das geschafft hat... Wie viel Zeit haben wir dafür, jeder abwechselnd? 30 Sekunden? Ja, wer es schneller schafft, du Eumel? Ach so! Auf die Plätze, fertig und... Und du hast schon die zweite Turmhälfte fertig. Hast du gebraucht. Boah, kannst du bitte mal diesen Turm 35 zeigen, Sekunden ne? Für diesen unfassbar hässlichen Turm. Okay. Der ist voll schön geworden. Jetzt ich. Das toppe ich. Safe. Okay. Und los. Warte, wie glaube ich, wie glaube ich, wie glaube ich? 20 hattest du. Tja, mache ich in 25 mal eben einen größeren Turm, nicht? 10 Sekunden weniger größerer Turm, nicht? Schade, nicht? Okay, okay, wer schneller alle nacheinander einmal gebottet hat? Das ist eine coole Idee. 8 Stück. Okay. Ich muss stehen dafür. Auf die Plätze, fertig, go! Eine steht. 2 stehen. Die dritte steht nicht. Die dritte steht. Die vierte ist runtergefallen. Die fünfte ist auch runtergefallen. Ich hol die dir. Ich war so gut am Anfang. Und die letzte? Stopp. 21 Sekunden. Du hast nicht auf Stopp gedrückt. Ja, aber da stand 21 Sekunden. Das heißt, ich habe durchschnittlich pro Flasche... Ja, kannst du mal ausrechnen. 21 durch 8. Und wie viel? Das weiß ich nicht. Etwas weniger als 3 Sekunden, würde ich behaupten. So. Okay, jetzt bist du dran, aber das ist nicht so gut. Aber die Flaschen sind so geil. Okay. Ey. Ja, erzähl's doch deinem Vater. So, auf die Plätze, fertig. Papa, ich finde die Flaschen super. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auf die Plätze, fertig, go. Der macht es einfach ruhiger, deswegen fallen die auch nicht runter. Wenn meine Flasche nicht runtergefallen wäre, ich auch gewesen. 10? 11, ja? 11, okay, 11. Ihr werdet noch staunen. Das war klasse. Okay, jetzt kommen die Aufnahmen, die ich mit den Bottleflips in einem sehr langen Zeitraum für euch gemacht habe. Wundert euch nicht, warum die jetzt nicht so gut sind wie jetzt, weil diese Flaschen einfach geiler sind. Die Flaschen sind der Oberburner. Ich verabschiede mich hier schon mal, obwohl jetzt eigentlich der geilste Part des Videos kommt. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ihr sagt, dass ich hiermit mal so ein Extremvideo mache. Ja, das heißt, ich mache, mach halt mal den Kopf hin. Ah! Tja, wie viel Rücken schaffe ich auf deiner Flasche zu tragen? Was habe ich gerade gesagt? Wie viel Rücken ich auf deiner Flasche zu tragen? Okay, warte, jetzt kommt die Einblendung. Ich mach deine Hand noch einmal. Ich will einfach nur... Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass ich damit so ein Extremvideo mache, wie ich das irgendwo krass irgendwo hinwerfe. Daumen nach oben dafür, jetzt beginnt es. Jetzt habe ich genug Daumen nach oben gesagt, aber wisst ihr was? Daumen nach oben. Ich sag's nochmal. Bibi hat heute mit das einen Tag lang versucht, Mama zu sein und hat einen 1,5-Jährigen versucht zu wickeln, zu füttern, zu beschäftigen, das alles. Zieht's euch rein. Julian wäre auch ein sehr süßer Papa, der hat nämlich auch... Au! Au, das war jetzt aber nicht so witzig.
Auf Wiedersehen. Ciao. Ich wusste es.